Jau, was da abgeht, der Fisch. Mann. Ich habe schon gerade gedacht, ja super, ey. Der nächste geile Barschköder gefunden. Ja, nee. Aber da gehen auch dickere Brocken rein. Na, und die Regenbogenforelle, die soll hier gehen. Und ich hoffe, oder es sah, glaube ich, sogar fast so aus, als ob das hier tatsächlich eine ist. Die ersten zweimal ausgeworfen, was geht rein? Barsch. Einfach der Barsch. Und jetzt schießt auf einmal aus der Tiefe hier auf den Oberflächenköder. Ich glaube, es ist eine Regenbogen. Ich glaube, es ist eine Regenbogenforelle. Es sah, man sieht es ja nur ganz kurz, ne? Das war hier vorne im dunklen Bereich, da konnte man so ein bisschen sehen. Aber es sah halt aus wie eine Regenbogenforelle. Oh, 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 oh. Ja, ich glaube, es ist eine. Ja, es ist so hell. Ja. Ja, Leckuff. 9,2 Kilo. What? Ja, das ist natürlich... Das ist natürlich ein gutes Zeichen. Mann. Schnell wieder raus hier. Das ist ja der Hammer. Hier sind wir schon wieder ein bisschen weggetrieben, gerade durch den Wind. Gleich wieder ein bisschen zurückfahren. Also hier schön an der Kante. Und dann locker durchziehen hier. Alter. Ja, gibt natürlich direkt einen Wochenrekord auf Montag, ist ja klar. Locker durchgieren hier. Und hoffen, dass das Teil irgendwann nochmal reingeht. Das wäre ja natürlich nicht so schlecht, ne? Locker gieren. Ich werfe nochmal aus. Ne, beziehungsweise, ich glaube, ich fahre erstmal nochmal ein Stückchen zurück. Ach, egal, komm. So hundertprozentig muss das wahrscheinlich auch nicht sein. Wir sind hier immer noch in der gleichen Area. Tempo 50, langsam durchgieren. Immer eine Umdrehung sozusagen mit Shift. Und schon ist man automatisch hier in dem Gieren unten drin. Da steht es. Und so soll das natürlich. So ist das natürlich sehr angenehm. Zack, und dann geht der nächste Fisch rein. Sauber. Und die nächste Regenbogenforelle. Alter Faller, das ist mal nicht schlecht. Das ist mal nicht schlecht. So sieht es gerade aus. Es ging los mit Barschen und ich war schon kurz vor Verzweiflung, hab mir gedacht, ne. Ist es wieder so ein Fail-Köder? Ne. Scheint tatsächlich zu triggern. Jetzt gerade hier in den Abendstunden. Wahrscheinlich wird es gleich ein bisschen weniger in der Nacht. Kann gut sein, dass da auch gar nichts mehr geht. Nächste. Das ist die nächste. Hör mal, ich werd ja weich. Guck dir das an. Was ein Brocken. 6 Kilo Regenbogenforelle. Was geht denn ab? Sensationell. Alter, ich ziehe hier aber sowas von durch, ne? Zack, Biss. Ich ziehe hier aber sowas von durch. Und wieder weggegangen. Oh, egal. Das ist ja... Da kommt er wieder nach. Der kleine Barsch. Barsch oder Regenbogenforelle? Das ist hier die Frage. Eins von beiden ballert hier rein. Alter, was ein Fisch. Und was die Cash bringen. Leute, ich bin ja schon gespannt, ne? Aber ich ziehe auf jeden Fall erstmal hier weiter durch. Das ist ja der Hammer. Wenn der Fisch endlich mal reinballert, Alten. So ein seltener Fisch und relativ random. Das muss man natürlich mitnehmen, ey. Wenn da die Chance besteht, dass das Teil reinballert, ist ja der Hammer. Ist echt der Hammer. Ja, ich bin gespannt, wie das gleich kohlemäßig ist. Der Fisch ist ja übelst hoch bewertet, übelst selten. Leider, und ich weiß gar nicht warum, hat er keine seltenen Markierung. Also so selten, wie der Fisch ist. Und ja, da war eigentlich auch schon die Überlegung, vielleicht sind wir einfach nur die Ottos, die nicht wissen, wie man den Fisch fängt. Kann ja auch durchaus sein. Vielleicht ist der gar nicht selten, wir angeln bloß falsch drauf. Das war ja auch schon die Überlegung. Und RF4 denkt sich immer, ja, was sollen wir denn machen, wenn die einfach zu blöd sind, die Regenbogenforelle zu fangen? Der ist doch so häufig drin und keiner angelt richtig auf die Regenbogenforelle. Maybe? Vielleicht ist es so.
Ah, Alter. Okay, das war's. Hier vorne so ganz close. Ich muss gleich nochmal gucken. Ich muss, glaube ich, gleich ein bisschen korrigieren. Ja, der Wind kommt so von schräg hinter mir links. Und dementsprechend muss ich gleich mal ein bisschen korrigieren. Und dann gucken wir uns natürlich nochmal alles gleich an im Detail. Set, Setup und so weiter. Köder. Alter Falter. Aber so fängt es auch wieder gut an. Aber ich vermute tatsächlich, dass jetzt gleich in der Nacht hier auch dann gar nichts mehr geht. Ja. Also, ich mache mal eben Licht an. Zack, hinsetzen. Anker lichten. Ja, ich will hier oben wieder hin. Das ist die Stelle. The place to be. Also, geht's wieder zurück. Bootsticket hier ist ja super günstig. Da muss man sich gar nicht hier. So, zack, Motor aus. Anker wieder geschmissen. Wobei der Anker, glaube ich, gar nicht so viel bringt, ne? Z, jawohl. Und dann werfen wir jetzt hier wieder in diese Richtung. Ja, ich will so in diese Rinne. Also nach da, passt das? Ja, passt ziemlich genau. Und dann schön über die Rinne hier durchziehen. Schön die komplette Länge. So moke wie dat. Klappt übrigens auch an den anderen Rinnen immer wieder ganz gut. Also auch hier in dem Bereich immer mal wieder testen. Mega nice. Oder hier. Also das auf jeden Fall immer mal wieder testen. Gerade sobald man eben die Topwater kann, die Oberflächenköder, läuft das richtig, richtig gut. Die Seeforelle auch hier in der Area ballert die immer mal wieder rein. Seefo mit den kleinen Poppern. Also Oberflächenköder hier richtig, richtig nice. Und auch da dann tatsächlich gar nicht so ganz groß von oder dick reingehen vom Vorfach und vom Setup. Eher ein bisschen feiner reingehen. Na komm, einen Wurf machen wir noch. Sondern eher fein. Also man hat hier einen riesen Vorteil, wenn man hier sogar unter 10 Kilo Fluorocarbon beangelt. Also zack, next. Ist man auf jeden Fall richtig gut mit unterwegs. Und es geht so einiges rein. Alter Falter, die nächste Regenbogen. Hier gehen nur Regenbogen oder Barsche. Das ist krass. Ich rechne die ganze Zeit mit einer ollen Seefo. Oder natürlich mit einem, ja, wobei Hecht, selten, aber kann natürlich auch passieren. Aber das ist schon krass. Und jetzt haben wir 0 Uhr. Also wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal Nacht. Gamezeitmäßig sind wir auf jeden Fall in der Nacht. Wenn die jetzt noch weiter reinballert, dann geht die auch nachts. Wäre aber schon ein Ding, ne? Wäre aber schon ein Ding. So, einer muss noch wegen dem Nachttest. Und dann haben wir, glaube ich, alles. Geht das Teil in der Nacht oder nicht? Topwater in der Nacht. Regenwetter. Alles an für sich nicht so ganz ideal. Aber vielleicht ist das einfach auch ein Punkt, der klappt bei dem Ding. Nee. Ich teste aber gleich noch ein bisschen weiter. Jetzt gucken wir erstmal rein. Also, ich bin hier natürlich wieder mit allem, was ich habe, also mit dem dicksten Setup. Man muss aber hier natürlich am Koori nicht so dick rein. Ich verlinke nochmal ein Video zum Wie-Angeln am Koori. Oder das einfache Setup, das Mittelklasse-Setup, was man sich gut, na, ich sag mal so im Bereich von rund Level 20 gut leisten kann. Ab Level 16 plus würde ich hier nicht unbedingt hingehen. Wenn man hier mit dem Belaya-Setup steht, ja, kann man machen. Schrottet aber mehr das Belaya-Setup. Ich würde hier ab 20 plus hingehen. Da macht es dann auch richtig Bock mit dem etwas besseren Setup, was man zum Beispiel auch sehr gut zum Hechtangeln verwenden kann. Dann lohnt sich das Ganze hier auch. Ja, vom Setup hier, ich bin mit 13,8 Kilo Fluorocarbon komplett unterwegs, weil ich einfach auch mit der dicken Rolle hier bin und die gesamte Schnur, die ja sehr dick ist, passt eben trotzdem hier drauf, 350 Meter, macht das Ganze einfach entspannt. Ich bin eben komplett auf Fluorocarbon. Das heißt jetzt in dem Fall, in dem Setaufbau, zählt die Hauptschnur hier als Lock oder als scheuchwirkendes Element. Würde ich hier einfach mit der normalen Monoschnur stehen, nehme ich natürlich auch vorher noch dann ein Fluorocarbon-Vorfach da drauf und gut ist. Habe ich jetzt nicht. Dann wäre quasi das Vorfach relevant. Ich angle jetzt hier gerade nur mit 13,8, genau, Fluorocarbon komplett und gut ist. Also, der Köder vielleicht. Vielleicht doch noch der Köder. Also, 1-0er-Haken hier drauf geballert.
und der Oryk Walker 03. Davon gibt es einige. Davon gibt es auch einige verschiedene. Und auch da kann man natürlich immer noch ein bisschen weiter testen. Guck mal hier, der sieht ganz ähnlich aus zum 3er, der 7er. Der ist halt so ein bisschen mehr goldig, der ist ein bisschen mehr grünlich. Aber ich denke auch hier, vielleicht sogar dieser pinke, durchaus eine Option. Also werde ich auf jeden Fall gleich auch nochmal ein bisschen weiter rumtesten. Hier die ganze Walker Family. Oryk Walker. Sieht gut aus. Ja, und jetzt heißt es, weiter durchziehen, ne? Weiter durchziehen und gucken, was so geht. Werf nochmal in der Nacht und dann gucken wir gleich nochmal kurz in den Kescher, ob das denn hier so einigermaßen auch in der Nacht geht. Oder halt gar nicht, ne? Also ich vermute, dass es nicht in der Nacht geht. Aber das Gewässer hier, das ist ja der Riesenvorteil, hat kaum Nacht. Also wir werden wahrscheinlich in 2 Stunden, 3, 4 Uhr ist es wahrscheinlich schon gleich wieder hell hier. Und ich vermute, dass es dann auch schon wieder losgeht. Auch wenn, wie gesagt, die offizielle Nacht, ich glaube 23 bis 4 Uhr ist die offizielle Nachtphase, wo man eben auch Achievements machen kann, Herausforderungen machen kann. Nee, also nachts nutzen wir das mal eben. Ich fahre noch mal ganz kurz jetzt zum Shop und dann gucken wir mal eben, halt, was das Ganze denn so an Cash bringt. So, kurzer Blick ins Café natürlich. Da ist sie gerade nicht drin. Ich hoffe noch auf die Seewahn. Maybe. Die springt immer mal wieder auch gerne auch die, auf die Oberflächenköder an. Seewahnforelle durchaus eine Option, dass die mit reingeht. Und hier gucken wir mal eben sortieren nach Preisen. Ja, leck. Oh, funny, Alter. Ist das ein Dingen? Ist das ein Dingen, Alter? 14 Minuten. Nicht mal ganz, 200 noch was Silber, Regenbogenforelle on fire. Lecko funny, Alter, richtig, richtig krass. Komm, direkt verkaufen, wieder zurück, bevor es gleich hell wird und dann weitermachen. Toi, 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 dass sie bei euch reinballert. Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags komplett RF4, Dienstags, Donnerstags. Und sonntags immer so ein bisschen RF4 und danach noch sowas wie LS22 zurzeit. Bis dahin, Petri.